Also dann herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch. In diesem Falle verbunden mit einem zweiten Teil eines Ergänzungsseminars zu den Mikronährstoffen. Und zwar geht es um die Mikronährstoffräuber. Wir haben schon mal im ersten Teil einiges erzählt und Uwe Gröber hat einiges noch zusammengesucht, was auch noch wichtig ist. Und von daher herzlich willkommen, Uwe. Liebe Grüße nach Wiesbaden. Sei bedankt. Und dann steigen wir in dieses Jahr eigentlich sehr unangenehme oder unerquickliche Kapitel ein, wenn man überlegt, wie viel Medikamente, wie viele Menschen nehmen und was wir da für extreme Interaktionen zu erwarten haben. Das kann ich nur unterstreichen. Der Aspekt, welche Wechselwirkungen Medikamente haben mit unserer Ernährung, wird in der Ausbildung unserer Ärzte viel zu wenig beachtet, eigentlich gar nicht. Ja. Und dadurch haben dann viele Betroffene unter der Medikation Nebenwirkungen, die oft nicht erklärbar sind, weil man den Dingen nicht auf den Grund geht, weil die Zusammenhänge, welche Medikamente Störungen begünstigen im Nährstoffhaushalt, gar nicht bekannt sind. Und eigentlich kann man sagen, wäre das ganz, ganz wichtig auch bei vielen Aspekten zum Vitamin D. Mein erster Aspekt ist eigentlich, Vitamin D einzusetzen, wenn ein Patient ein Medikament einnimmt. Das ist die erste Rationale von Seiten der Schulmedizin und die Rationale existiert dort nicht. Denn viele Medikamente bauen ja auch Vitamin D ab. Und das haben wir ja letzte Woche mal gezeigt, um eine kleine Einführung zu machen in das Thema. Und heute wollen wir uns mal beschäftigen mit der Medikation beim Diabetiker. Und zwar mit der Medikation Metformin, aber auch Insulin. Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal streifen das Thema Säureblocker. Welche Wirkungen eine Langzeittherapie damit auslösen kann, weil wir ja da letztendlich sehr stark eingreifen in die Verwertung und Aufnahmefähigkeit von Nahrung und Nährstoffen. Also bei den Diabetikern reden wir ja von 6 bis 8 Millionen. Weißt du, wie viele Leute Protonenpumpenhemmer einnehmen? Ja, das waren 2016 waren wir da auf dem Rekordstand 3,8 Milliarden. Oh, Dosen in einem Jahr. Tagesdosen. Hast du noch Fragen? Ich glaube nicht mehr, ne? Das reicht. Nee, da bin ich platt. Da bleibt mir die Und, Luft. Und nicht viel anders ist das bei Medikamenten wie Statinen oder eben bei dem Standardmedikament Metformin. Und wir haben ja gesehen letzte Mal schon, dass in den letzten 10, 20 Jahren die Anzahl der verordneten Medikamenten von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Und da vor allen Dingen im Bereich des Magen-Darm-Paktes und Herz-Kreislauf-Systems. Aber eigentlich steht hier eine Grafik gar nicht drauf. Nämlich der Aspekt, wo die Verordnung an Medikamenten enorm zugenommen hat, am stärksten, das ist die Krebstherapie. Ja. Wenn wir heute schauen in unsere geriatrischen Kliniken oder Altenheime, kann man sagen, dass etwa die Hälfte der Insassen, also ich meine natürlich die älteren Menschen, die dort versorgt werden, ja. Aber eigentlich kann man sagen, die Pflege und die Betreuung der Patienten ist oft nicht besser in Bezug auf die Qualität der Ernährung wie in unseren Tierheimen. Ja, Käfighaltung. Und wenn unsere Tierheime so eine Kost anbieten würden, so arm an Nährstoffen, wären alle Deutschen auf der Straße. Ja. Aber im Altenheim kann man sich das erlauben. Und wir haben so ungefähr pro Patient am Tag 9 bis 12 verschiedene Medikamente. Boah. Das heißt, der Patient, der Insasse, ist bereits satt, ja, beim Konsum der entsprechenden Medikamente. Aber es passt ja, die sind auch mikronährstofffrei, genauso wie die Nahrung. Passt ja. Ja, ist furchtbar. Und die Aspekte, die wir im Rahmen der Serie, die wir jetzt durchführen, kurz ansprechen möchten, sind eigentlich 5 wesentliche Störungen, auf die sich aufbauen Wechselwirkungen von Medikamenten mit Nährstoffen. Und da haben wir eben eine sehr große Spielwiese im Magen-Darm-Trakt.
Und das beste Beispiel für Störungen, die ausgehen seitens der Medikation im Magen-Darm-Trakt, sind eben PPIs. Aber auch Metformin oder Antibiotika können das. Dann haben wir viele Medikamente, die stören die Synthese von Nährstoffen wie Vitamin D oder auch Coenzym Q10. Und auch eine Vielzahl an Medikamenten, die wir oft einsetzen bei Bluthochdruck, steigern die Ausscheidungsrate an Nährstoffen über die Niere. Okay. Und wie gesagt, heute wollen wir uns mal zuwenden den beiden ersten Punkten, dem Metformin und auch den Säureblockern. Und beim nächsten Mal werden wir dann im dritten Teil uns anschauen, wie wunderbar wirken eigentlich die Cholesterinsenker. Oh ja. Und welche Nebenwirkungen haben wir da in Bezug auf den Nährstoffhaushalt zu erwarten? Also heute wollen wir uns anschauen, erstmal das Medikament der allerersten Wahl in der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2, das Metformin. Und das Metformin ist aktuell immer noch das Medikament der allerersten Wahl. Ja. Und die Anzahl der Typ-2-Diabetiker steigt. Die wachsen von Jahr zu Jahr wie die Pilze im Wald. Und wenn man sich anschaut, im Endeffekt, an welchen Nährstoffen unter Metformingabe auch aufgrund der Stoffwechsellage des Diabetikers der Bedarf ansteigt und der nicht begleitend von Seiten des Arztes oder Apothekers empfohlen wird, dann reden wir über das Vitamin B12, was ja sowieso ein Problem ist bei älteren Menschen. Ja. Dann reden wir über B9, Folsäure, weil auch Folsäure ganz streng pH-abhängig aufgenommen wird. Dann haben wir beim Diabetiker ein Problem mit der B1-Versorgung. Und aktuell ist gezeigt worden, Metformin interagiert ganz stark mit dem Stoffwechsel und der Aufnahmefähigkeit von Thiamin, also von Vitamin B1. Metformin kann auch die Ausscheidungsrate steigern an B2, an Riboflavin. Dann gibt es Arbeiten aus den vorletzten Jahren, die haben gezeigt, Metformin stört eine Langzeittherapie, Magnesium. Metformin wird ja über lange Zeit eingenommen, ja, steigert den Bedarf an Vitamin D. Und Vitamin D könnte die Wirksamkeit des Medikamentes, aber auch dessen Nebenwirkungen reduzieren. Und dann vor allen Dingen in Bezug auf die Stoffwechsellage beim Diabetiker könnte man sagen, neben Vitamin D ist eigentlich die Gabe von Omega-3-Fettsäuren ein absolutes Muss. Das wären die gröbsten Nährstoffe skizziert, die man geben müsste. Und nicht könnte, sondern müsste. Wer das nicht tut, der erlaubt sich unter Hilfeleistung. Um das ganz klar zu sagen, Metformin ist ein Antidiabetikum aus der Gruppe der Biguanide, hemmt die Bildung der Glucose in der Leber und verbessert die Empfindlichkeit der Zellen im Körper, auch der Leber, auf Insulin. Und wenn man sich anschaut, die aktuellen Daten der Bundesärztekammer aus dem Jahre 2021, da haben wir eine nationale Versorgungsleitlinie und da wird dann sehr schön erklärt, warum Metformin immer noch das Medikament der allerersten Wahl ist. Im Jahre 1998 hatten wir eine sehr schöne Studie aus dem Lancet, die zeigte, Metformin ist vor allen Dingen wichtig in der Therapie von übergewichtigen Typ-2-Diabetikern in Bezug auf das vaskuläre Problematik, beispielsweise Herzinfarkt oder auch Gefäßkomplikationen. Durch die Studie, eine Interventionsstudie, hatten wir 1998 eine ganz klare Evidenz, die zeigte, Metformin hat definitiv einen Nutzen, aber das war 98. Dann kommt diese Versorgungsleitlinie 2021. Und im Jahre 2020 hat eine Koschwin-Arbeit gezeigt,
Metformin hat keine Evidenz im Vergleich zu Diät, Sport oder Placebo. Oh. Und auch in Bezug auf andere Antidiabetika kein signifikanter Effekt. Das beschreibt die Cochrane-Arbeitsgruppe, die am stärksten die Evidenzmedizin prägt, 2020. In Bezug auf Nebenwirkungen, auf Schwankungen im Glukosespiegel und in Bezug auf den Gewichtsverlauf hat Metformin im Vergleich zu Sulfonylharnstoffen noch einige Vorteile. Man sollte vor allen Dingen vorsichtig sein bei Störungen der Nierenfunktion, aber das ist ein Zitat aus der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie 2021 der Bundesärztekammer. Wahnsinn. Da bislang keine neuen Studienergebnisse zur Überlegenheit von Metformin vorliegen, auch nicht zu erwarten sind. Das heißt eigentlich, die Bundesärztekammer hat eine Glaskugel und schaut da rein. Ja. Bleibt Metformin das Mittel der ersten Wahl? Noch Fragen? Ja. Keine mehr. Das ist leitlinienorientierte Schulmedizin. Ja. Ein Skandal. Und es regt sich niemand auf. Wenn ich mich daran erinnere, an unseren letzten Kongress mit dem Schwerpunktthema Diabetes mellitus, was ist daraus geworden? Was ist aus den Versprechungen geworden, gewisser Herrschaften, die in der deutschen Ärzteschaft sind im Bereich Diabetologie? Tja, seit Jahrzehnten nichts, null, nada. Seit Jahrzehnten nichts und eigentlich finde ich das grauenhaft. Es geht weiter. Und wir haben die Diabetiker, die Krebspatienten, alle komplett abgehängt seit März 2020. Wodurch? Es gibt nur noch Corona. Ja gut, das ist richtig. Da kann man alles andere wegstecken. Ja. Ja, alles andere kann weggesteckt werden. Und wir wissen ja, dass Corona-Patienten, Covid-19-Patienten vor allen Dingen, schwer betroffen sind von Covid-19 in ihrem Verlauf. Und da kann Metformingabe helfen. Ja. Das heißt, Metformingabe hat gezeigt, es senkt die Sterblichkeit unter Covid-19. Und wir hatten ja gesehen, bei der letzten Veranstaltung, was Covid-19 angeht, wirken PPIs ganz im Gegenteil mortalitätsfördernd. Metformin nicht. Und letztendlich hat man hier einen starken positiven Effekt beim Diabetiker. Aber man muss sagen, der Diabetiker ist so anfällig für einen schweren Verlauf von Covid-19, weil er von vorne bis hinten entzündet ist, ja, oxidativen Stress hat und von Hause aus einen ganz schlechten Nährstoffstatus, vor allen Dingen mit immunrelevanten Nährstoffen. Was Metformin auslöst im Nährstoffhaushalt, möchte ich mal kurz zeigen. Vor allen Dingen an einem Nährstoff, der oft im Alter defizitär ist, das Vitamin B12, aber auch die Folsäure. B12 wird ja sehr kompliziert resorbiert im Magen-Darm-Trakt, indem es erstmal gespalten werden muss in der Ernährung. Dann muss B12 gebunden werden an ein Taxi, das heißt Intrinsifaktor. Und die beiden zusammen werden dann kalziumabhängig aufgenommen. Und das kann gestört werden durch Metformin, aber auch begleitend durch die Kombination mit Säureblockern. Zudem ist B12, aber auch Folsäure wichtig, um Schäden an den Gefäßen zu verhindern, die ausgelöst werden könnten durch einen Faktor wie Homocystein. Ja. Dieser Faktor sollte mindestens einmal pro Jahr bei jedem Diabetiker gemessen werden. Was wird gemacht? Nix.
Diesen Laborparameter haben wir seit 15 Jahren konsequenterweise totgequatscht in Deutschland. Obwohl die Datenlage eindeutig ist in Bezug auf Gefäßkomplikationen, vor allen Dingen auch in Bezug auf die Arteriogenese, also die Form, die den Diabetiker heranführt an die makrovaskulären Komplikationen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Und diesen Wert sollte man mindestens einmal pro Jahr kontrolliert haben. Der sollte liegen unter 10 Mikromol pro Liter. Und wenn der Wert drüber ist, dann muss der Diabetiker B12 ergänzen, Folsäure ergänzen und den Wert sollte man nochmal kontrollieren danach. All das erfolgt in der Praxis nicht. Und hier sieht man letztendlich, was ein Mangel an Folsäure, nicht Folsäure, sondern Folsäure, da fehlt ein L, ein Mangel an B12, auslöst in Bezug auf den Risikofaktor, der Schlaganfall und Herzinfarkt auslöst. Und ich würde mindestens, wenn ich Metformin einnehme, empfehlen, dass man mindestens 200 bis 500 Mikrogramm Methylcobalamin ergänzt. Ja. In Verbindung mit 0,2 bis 0,4 Milligramm Metformin, also 5-Methyl-Tetrahydrofolsäure, um einem Anstieg des Homoseins entgegenzuwirken. Daneben haben wir eine andere Baustelle, ein anderes B-Vitamin, an dem der Diabetiker den größten Mangel hat und den größten Bedarf. Denn es gibt Arbeiten, die zeigen aus den Jahren 2003, 2002, dass der B1-Gehalt beim Diabetiker um etwa 80% niedriger ist im Vergleich zu einem Gesunden. Das ist ganz schön. Der Diabetiker scheidet vermehrt B1 aus, aber auch andere Nährstoffe, weil er eben vermehrt über die Niere B1 verliert. Und Metformin wird sogar teilweise diskutiert in der Wissenschaft als Vitamin B1-Antagonist auf Störungen, die unter Metformin auftreten können, wie Laktatazidosen, werden teilweise mit einer Störung im B1-Haushalt bedingt. Und was ganz klar gezeigt worden ist vor 4 Jahren im American Journal of Clinical Nutrition, einer bedeutenden Fachzeitschrift der Schulmedizin und der Ernährungsmedizin, was die meisten Schulmediziner und Diabetologen gar nicht wissen: Metformin interagiert mit der Aufnahme von B1 über den Transporter SLC19A3. Das ist ein natriumabhängiger Transporter und S steht für Sodium, Natrium. Und dieser Mechanismus ist geklärt worden vor 3-4 Jahren im American Journal of Clinical Nutrition als Interventionsstudie an Diabetikern, nicht an Mäusen. Und zwar im Dezember, gab es zudem eine Arbeit, die zeigte, eine Langzeittherapie mit Metformin stört sehr stark einen Nährstoff, der enorme Auswirkungen hat auf den B1-Haushalt und vor allen Dingen auf den Vitamin-D-Haushalt. Und dieser Nährstoff reguliert etwa 80% aller bekannten Stoffwechselwege. Der ist der wichtigste Nährstoff unter allen, kann man sagen. Dann kommt Vitamin D, aber erst Magnesium, weil nämlich Imidacloprid, die ATP-Synthase, der Komplex 5, nur braucht Magnesium. Und da ist gezeigt worden, letztendlich in einer Arbeit, dass eine Langzeittherapie mit Metformin einen starken Magnesiummangel auslösen kann, eine echte Hypomagnesiämie, also ein Magnesiummangel, und zudem, dass aufgrund der Stoffwechsellage der Diabetiker häufig einen Magnesiummangel hat, was seine Einstellbarkeit stützt, im Endeffekt verschlechtert, in Bezug auf den Blutzuckerwert, auf die Insulinempfindlichkeit, auf Störungen im Fettstoffwechsel und
Das Risiko für Folgeerkrankungen steigt an, vor allen Dingen für Sehstörungen und Neuropathien. Damit Insulin im Körper wirken kann, muss es mit seinem Rezeptor interagieren. Aber blöderweise ist der Rezeptor des Insulins abhängig von Magnesium. Das heißt, jeder Magnesiumverlust stört die Insulinwirksamkeit. Ja. Und steigt in Bezug auf Magnesiummangel die Insulinresistenz. Insulin wiederum steigert selber über einen Natrium-Magnesium-Austauscher, SLC41A1, die Magnesium-Ausscheidung. Und jeder Diabetiker müsste zum Magnesium und Vitamin D, vor allen Dingen vom Arzt die Empfehlung bekommen, Magnesium zu ergänzen. Denn Magnesium wirkt ja stark antientzündlich. Und das ist der Punkt, der am stärksten zum Tragen kommt beim Menschen mit Typ-2-Diabetes. Wer dem Typ-2-Diabetiker kein Vitamin D gibt, kein Magnesium gibt begleitend, der sollte besser Briefe austragen, nicht Patienten behandeln. Ja. Und wenn wir uns anschauen, was Magnesiumgabe oder eine gute Versorgung an Magnesium ausübt in Bezug auf das Auftreten von Diabetes mellitus, dann sehen wir da Zahlen, die sind genauso hoch wie bei den Studien zum Vitamin D. 500.000 Teilnehmer in einer Metaanalyse, die zeigen ganz klar, Magnesiumgabe reduziert sehr stark das Risiko für Typ-2-Diabetes um 22%. Und wie gesagt, im Dezember 2018 zum ersten Mal gezeigt, stört eben Metformin einen Kanal, TRPM6. Der ist im Magen-Darm-Trakt interessant, aber auch in den Nieren. Und über die Interaktion, die Wechselwirkung mit dem Kanal, steigert Metformin den Magnesiumverlust und stört die Magnesiumaufnahme. Und diese Kanäle werden immer mehr erforscht, aber anscheinend werden die erforscht nur in der Biochemie, an Hochschulen, von TRPM6 und so weiter, TRPM7, in der Schulmedizin, hat keiner eine Ahnung. 15 Jahre Zeitversatz zwischen der Forschung und der Routine. Das 15 ist Jahre. Unsere wunderbare Ernährung. Tja, das war einmal. Über die letzten 100 Jahre, wie stark unsere Ernährung an Nährstoffen verloren hat, ja. die ihre Qualität ausmachen. Etwa 90% haben wir verloren in der Ernährung seit dem Jahr 1914. Wenn man lesen kann, weiß man das. Wenn man das ignoriert, weiß man es nicht. Und der Patient eben leider auch nicht. Alle haben wir einen Magnesiummangel, genauso wie wir alle einen Vitamin D-Mangel haben. Aber die Ernährungsgesellschaften erzählen weiterhin die Storys von vor 50 Jahren. Die müssen ja immer die Schuhbeine sichern. Kann sich gesund ernähren. Und wenn man Magnesium gibt, kann man beim Diabetiker auch schauen, wie stark Magnesium anspricht in Bezug auf die Verbesserung des Stoffwechsels. Und wir messen bei Magnesium meistens das ionisierte Magnesium, das biologisch aktive Magnesium, mit einem Spezialgerät an der Klinik in Herne. Der Magnesium-Serumwert ist nur begrenzt interessant und der sollte mindestens liegen bei 0,85 Millimol pro Liter bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2. Und wer sich das Thema nochmal anschauen möchte, vielleicht, wer keine Angst hat vom Englischen, kann sich das anschauen in der Arbeit von mir aus dem Frühjahr 2019. Wie viele Medikamente, die wir Tag ein, Tag aus einnehmen, stören den Magnesiumhaushalt? Und diese Erkenntnisse sind gar nicht bekannt meistens in der Schulmedizin.
Wir haben selber gezeigt, in einer kleinen Pilotstudie aus dem Frühjahr 2021, dass, wenn wir Magnesium geben als Citrat, 400 Milligramm pro Tag, sich der Vitamin D-Status um 6 Nanogramm pro Milliliter verbessert. Ja. Das haben viele andere Arbeitsgruppen auch gemacht. Letztendlich, das zeigt eigentlich die Bedeutung des Magnesiums für den Stoffwechsel des Vitamin Ds. Beide Nährstoffe sind das Nonplusultra für jeden Menschen mit Diabetes mellitus. Und dann kommen wir schon zum Vitamin D. Und darüber haben wir ja beim letzten Mal sehr viel diskutiert in Bezug auf die Medikation. Und ich hatte Ihnen ja gesagt beim letzten Mal, wir kennen heute etwa 14 oder 15 Arzneimittelgruppen, die von der Vitamin D-Gabe profitieren. Und zwar einmal in ihrer Wirksamkeit und zum anderen in der Abnahme der Nebenwirkungen. Und das betrifft vor allen Dingen auch die oralen Antidiabetika wie Metformin beispielsweise. Auch da ist es sinnvoll, begleitend auf den Vitamin-D-Haushalt zu achten. Und zwar auf einen gesunden Haushalt, der fängt hier an. Ja. Gesund ist in Deutschland 20. Ja, immer noch. Wenn Sie so arbeiten würden in der Autoindustrie, würden Sie sofort entlassen werden, weil wenn Sie einen Ölstand haben von 20, der entspricht einem Kolbenfresser, da fährt kein Auto. Sie müssen haben einen Wert von 40 oder besser 60. Vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie. Und hier ist mal gezeigt, aus einer Arbeit von uns 2019, was denn Vitamin-D-Hormon auf den Glukosehaushalt und den Insulinstoffwechsel ausübt. Die Bildung des Insulins im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, ist abhängig vom Vitamin-D-Hormon. Die Insulinempfindlichkeit wird durch Vitamin-D verbessert. Die Proteinglykosylierung, die Eiweißverzögerung, also die AGE-Bildung, Advanced Glycation End Products, die verantwortlich sind vor allen Dingen für Folgeerkrankungen, werden durch Vitamin-D gesenkt. Die Blutfette werden verbessert. Entzündungsprozesse werden reduziert und Vitamin D wirkt ja auch immunregulierend, vor allen Dingen in Bezug auf die TH1-Zellen und TH17-Zellen. Und der Blutdruck beim Diabetiker über das RAS-System wird moderat additiv gesenkt. Alles Gründe, die es notwendig machen, Vitamin D unbedingt zu geben, begleitend zum Metformin. Dann hatten wir im Herbst 2019 in der bedeutendsten Fachzeitschrift der Schulmedizin, im New England Journal of Medicine, eine tolle Arbeit, die wollte untersuchen, was bringt denn die Vitamin D-Gabe von 4000 Einheiten oder Placebo Patienten mit Typ 2 Diabetes? Also, hier wurde eine Gruppe herausgenommen von Patienten, die hatten einen ganz starken Vitamin-D-Mangel unter 12 Nanogramm pro Milliliter. Aber auch Patienten, die sind eigentlich gar nicht im Mangel. Die haben eine Insuffizienz im Bereich von 20 bis über 30 Nanogramm pro Milliliter. Das heißt eigentlich, die Patienten, denen man Vitamin-D geben müsste, von Seiten der Schulmedizin, das sind die hier. Und das sind insgesamt 21%. Die 70%, die wir hier haben, die fallen raus. Aber in der Studie hat man trotzdem den Herrschaften mit nahezu normalen Vitamin-D-Wert Vitamin D gegeben. Und wollte wissen, was hat denn das Ganze in einer Studie für einen Effekt? Dabei kam heraus, im Endeffekt, der Vitamin-D-Status hat sich verbessert von 27 Milligramm pro Milliliter auf 54. Also da war ja Vitamin-D drin. Und der Vitamin-D-Status ist in der Placebo-Gruppe mehr oder weniger gleich geblieben.
Aber der Effekt, den man eigentlich haben wollte in Bezug auf die Stoffwechsellage, der war nicht nachweisbar. Kein Wunder, denn über 70% der Patienten, die Vitamin D bekommen haben, hatten ja gar keinen Vitamin D-Mangel. Ja. Und wir haben das zum Anlass genommen, ein Statement zu schreiben im September 2019, weil wir uns ein wenig aufgeregt haben über so eine Sauerei. 70% der Studienteilnehmer waren gar nicht im Vitamin D-Mangel. Und es gibt so viele Arbeiten, die zeigen ganz klar, dass Vitamin D die Insulinsensitivität verbessert und die Stoffwechsellage. Es ist Wahnsinn. Wer Menschen mit Diabetes mellitus kein Vitamin D empfiehlt, für den trifft das Gleiche zu wie für Magnesium. Am besten Briefe austragen mit dem E-Fahrrad. Also man kann im Design... Was machen wir in Deutschland? Nix. In Bezug auf die Aufklärung der Bevölkerung. Wir schalten im November 2019, also direkt vor der Corona-Krise, eine Hotline. Ja. Die soll Menschen verunsichern und zeigen, wie schädlich Vitamin D ist. Und man fragt sich eigentlich, wie bekloppt sind wir hier in Deutschland? Das darf wirklich nicht wahr sein. Und ja, zudem, die Ärztin, die hier erwähnt wird, kennt niemand, keine Sau in der internationalen Vitamin D-Forschung. Und ja, ich glaube, du auch nicht. Man möchte meinen, es sei kein Zufall. Ich will es nur mal erwähnen. Man kann das ja alles nachlesen und aufdecken im Netz. So gehen wir um mit essentiellen, lebensnotwendigen Nährstoffen. Und noch preiswert dazu. Und ja, noch genau, preiswert dazu. Ich habe das ja gezeigt letztes Mal als Beispiel im Vergleich zu einem Patienten mit Krebs, der therapiert wird mit Chemotherapeutika. Sollte man alleine schon eine Medikation pro Monat von 11.000 bis 20.000 Euro durch 5 bis 10 Cent pro Tag an Vitamin D optimieren. Ja. Aber man ist eben nicht interessiert an Prävention. Wir betreiben eigentlich nur Reparaturmedizin. Und ganz zum Schluss noch ein Blick auf das Coenzym Q10 und Metformin. Denn wir wissen ja, im Alter sinkt am stärksten der Coenzym Q10-Anteil im Pankreas. Mhm. Wenn man die verschiedenen Organe vergleicht und den prozentualen Anteil, der abfällt, sich anschaut, zu einer Person im Alter von 20, sieht man, im Pankreas sinkt am stärksten der Coenzym Q10-Gehalt. Okay. Und es könnte ja jetzt hinzukommen, beispielsweise, warum Statine, Medikamente, die den Q10-Haushalt senken, diabetogen wirken, also die Entstehung von Diabetes mellitus fördern. Ja. Und das Q10 habe ich hier mal skizziert, quasi, wo das vorkommt in unseren Zellkraftwerken. In einem Milliliter Blutplasma hat man vor kurzem gezeigt, bestehen etwa 3,7 Millionen frei zirkulierende Mitochondrien. 3,7 Millionen. Und die ersten drei Komplexe von 5 Komplexen, wo eben die Nahrungsenergie in Zellenergie umgewandelt wird und damit die Lampe leuchtet, sind eben abhängig von Q10. Und es gibt sehr viele Arbeiten, sogar von der American Heart Association, eine Meta-Analyse, die zeigen, dass man Nebenwirkungen einer Statintherapie, die ja auch eingenommen werden von vielen Diabetikern, deutlich reduzieren kann durch 600 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag. Dazu aber noch beim nächsten Mal mehr. Das Ganze kann man nachlesen in einem kleinen Ratgeber zum Thema Metformin. Aktuell alle Nährstoffe, die gestört werden können. Einfach verständlich. Und der ist gerade aktuell ausgegeben worden. Da kann man sich darüber informieren. Und zum Schlusspunkt möchte ich jetzt nochmal kurz aufgehen oder ansprechen, das Thema
was sehr häufig bei Menschen mit Diabetes mellitus kombiniert wird, Metformin mit Säureblockern. Okay. Und auch hier haben wir ein sehr reichhaltiges und nachhaltiges Auswahl an Mikronährstoffen, die durch Säureblocker gehemmt werden. Denn wenn man Säureblocker einsetzt, um den pH-Wert im Magen-Darm-Trakt zu verändern, dann ist es eigentlich logisch, dass wir eine Vielzahl von Nährstoffen bei der Verdauung beeinträchtigen in der Verfügbarkeit. Das kann sein B12, das kann sein Magnesium, das kann sein Eisen, das kann sein Zink. Aber es kann auch bedeuten, einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren und an Vitamin D. Ja. Das ist die Auswahl der verschiedenen PPIs in Deutschland. Eine Reihe der PPIs ist derzeit verschreibungsfrei erhältlich in der Apotheke. Und wenn man sich die Verordnungshäufigkeit anschaut, in den letzten Jahrzehnten hat diese linear zugenommen bei den PPIs. Und man kann sagen, etwa 12% aller Deutschen nehmen täglich ein PPI ein. Der pure Wahnsinn. Boah. Wahnsinn. Und um das nochmal kurz zu erwähnen, wer noch kein Problem hat im Leben, der kann das klären, indem er ein PPI zuführt. Und das, was hier aufgezeigt ist, in Form eines Körpers, ist alles die Konsequenz, die sich ergibt bei einer Langzeiteinnahme von PPIs. Störungen des Respirationstraktes, gesteigerte Mortalität unter Covid-19 um etwa 70%. Gesteigerte Rate für Karzinomarten im Bereich der Leber, der Niere, im Magen-Darm-Trakt. Erhöhte Frakturrate. Man wird leichter dement. Es fällt alles leichter, wenn man einen Säureblocker einnimmt und dazu am besten raucht. Ja. Man sollte sich nur aufschreiben vorher seinen Namen. Sonst kann es sein, dass man nicht mehr nach Hause findet. Im Herz-Kreislauf-System bestehen Störungen, ganz klar gezeigt in Meta-Analysen, kardiovaskuläre Probleme, die gesteigert werden, dann vor allen Dingen im Gastrointestinaltrakt, wo die PPIs sehr stark interagieren mit dem Darmmikrobiom und im Bereich des Blutes, vor allen Dingen in Bezug auf eine Vielzahl an Nährstoffen, die eben pH-abhängig resorbiert werden, ob das B-Vitamine sind, ob Eisen, Zink, ob Magnesium, Calcium, oder auch Vitamin D, da steigt definitiv der Bedarf, weil PPIs eben dazu beitragen können, dass der Parathormonspiegel ansteigt. PPI-Einnahme führt dazu, dass die Gastrinspiegel ansteigen und Gastrin induziert die Bildung von Parathormonen. Und das könnte ein Bindeglied sein in Bezug auf das Risiko für Hüftfrakturen. Und hier sind mal zusammengefasst die Nebenwirkungen bei Langzeiteinnahme, die wir auch schon letztes Mal kurz beleuchtet haben. Und das ist teilweise zwar nur gezeigt worden in Assoziationsstudien, aber in Bezug auf die Frakturrate und die Funktionsfähigkeit der Nieren, haben wir da ganz klar eine hervorragende Evidenz aus Interventionsstudien. Aber in Bezug auf Störungen im Darm, über die Störungen des Darmmikrobioms und schwerste Darmstörungen, vor allen Dingen mit Clostridien, haben wir eine sehr gute Datenlage aus Meta-Analysen, veröffentlicht im Frühjahr 2020, für ambulant erworbene Pneumonien haben wir auch eine gute Datenlage, genauso wie auch für Osteoporose. Die Datenlage ist zwar nicht ganz überzeugend, aber ein Hinweis ganz klar auf Störungen der Hirnleistung, also in Bezug auf Demenz.
Und da haben wir sogar eine Interventionsstudie an jungen Menschen, die gezeigt hat, dass man im Alter von 20 bis 30 unter der Einnahme von PPIs bereits nach sieben Jahren, in der Hirnleistung nachlässt. Ja. Und zwar keine Untersuchung an Mäusen, das war eine Untersuchung an jungen Männern und jungen Frauen. Und der stärkste Einflussfaktor unter den PPIs war Omeprazol. Ja. Und was die Nierenstörungen angeht, haben wir auch ganz klar eine Datenlage, die zeigt, das Risiko steigt um 30%. Und wer Bock hat, an Covid-19 zu versterben, der sollte bitte dauerhaft PPIs einnehmen. Da ist die PPI-Einnahme sehr effizient und die Mortalität und Morbidität, also die Begleiterkrankungen, steigt um 67%. Davon habe ich in der ganzen Corona-Pandemie nichts gehört. Ja. Wir haben doch permanent Interviews im Fernsehen, tolle Talkshows, ob bei Herrn Lanz, Frau Maischberger, sonst wo, wo die Herrschaften sich die Hände in die Klinke in die Hand geben. Ja. Ob es Herr Lauterbach ist, ob Herr Streeck, vollkommen egal. Niemand erwähnt mal, dass eine Medikation mit Sauerblockern die Mortalität deutlich steigert unter Covid-19. Selbst das Immunsystem kommt nicht vor bei den Herrschaften. Nur das Virus. Die haben es doch gerade das Immunsystem entdeckt. Ich glaube, im Oktober 2021 hatte Herr Streeck zum ersten Mal das Immunsystem entdeckt. Das kannte man vorher gar nicht. Ja, ganz neu. Und Herr Streeck therapiert alles in Bezug auf Störungen des Immunsystems mit Hühnersuppe. Denn die enthält ja Vitamin C und Zink. Ja, und zwar reichlich. Ja, aber keine Supplemente, weil die machen ja nur teuren Urin. Ja, und toxisch, sind toxisch. Den Scheißdreck erzählt er im Fernsehen und löst sich damit sein Ticket für das Dschungelcamp. Ja, ja. Aber es gibt auch ein paar Leute, die... Hinzu, aus der Epidemiologie ein ganz erhöhtes Risiko für Magenkarzinom, für Kolonkarzinom und für das Pankreaskarzinom. Ja. Also wenn man wirklich Probleme mag und noch keine hat, dann ist der Griff zum PPI am besten. Das Darmmikrobiom gerät aus allen Fugen, ist ganz klar gezeigt worden, im September 2020 in einem wichtigen Fachjournal der Schulmedizin. Mortalität unter Covid-19 steigt um nahezu 70%. Und auch das Risiko für das Pankreaskarzinom steigt um nahezu 70%. Bei Langzeiteinnahme, natürlich nicht bei Einnahme über 6 bis 7 Tage. Das heißt eigentlich, die rationale PPIs einzusetzen, sollte immer erfolgen, nach Rücksprache mit dem Arzt. Man sollte höchstens eine Anbindung durchführen von PPIs über einen Zeitraum von 8 Wochen und in jedem Fall mit dem Arzt besprechen, welche anderen Maßnahmen könnte man, um sein Problem zu behandeln, ausnutzen, vor allen Dingen die Ernährung und mal einen Blick auf das Darmmikrobiom. Das ist genau das. Das ist ein Problem der Ernährung. Und die Ernährung ist nicht nur grottenschlecht, was die Mikronährstoffe angeht, sondern auch in der Zusammensetzung so, dass die Magensäure nicht entsprechend produziert wird. Aber es wäre einfach, beide Probleme mit einem Schlag zu lösen. Stattdessen werden noch mehr Medikamente eingeworfen. Also hier ist mal gezeigt, wie auch gerade eben schon mal, die Störungen, die PPIs machen, in der Aufnahmefähigkeit von B12. Ja. Dann kommt dann hier hinzu letztendlich das Metformin, eine wunderbare Kombination, die eine Zahl von Typ-2-Diabetikern einnimmt, die kann man gar nicht erwähnen. Nahezu jeder Typ-2-Diabetiker kombiniert PPIs mit Metformin. Ja. Und da merkt man teilweise leider bei den betroffenen Patienten leichte Auffälligkeiten in der Hirnleistung. Also man sollte in jedem Fall seinen Nährstoffhaushalt hinterfragen
und seinen Hausarzt oder Diabetologen darauf hinweisen und bitte den Nährstoffhaushalt ausgleichen durch gezielte Supplementierung. Das macht in jedem Fall Sinn und das kann man eben als Diabetiker oder als Mensch mit einer Medikation mit Säureblockern und Magen-Darm-Störungen nicht erreichen über die Ernährung. Eine begleitende Ergänzung von Arzneimitteln, Ergänzungsmitteln in Form von Mikronährstoffen ist ein Muss. Und wir werden beim nächsten Mal machen, den Teil 3, und zwar uns genau anschauen, wie wirksam sind Cholesterinsenker und welche Nebenwirkungen haben Cholesterinsenker vom Statintyp oder die Statine auf den Nährstoffhaushalt. Und wir laden Sie dazu ein, wie gesagt, in einer Woche sind wir wieder auf Sendung mit der Erweiterung unserer ersten beiden Teile mit dem Teil 3. Und in Bezug auf eine Information haben wir einige Bücher im Bereich der Arzneimittelwirkungen und den Mikronährstoffen, die auch aktualisiert werden, unter anderem auch zum Thema Covid-19. Und ich denke, wir machen weiter mit der Aufklärung der Bevölkerung in einer Woche wieder auf Sendung an gleicher Stelle zum Thema Mikronährstoffe und Arzneimittel. Ja, Uwe, sei ganz herzlich bedankt für diesen zweiten Teil. Doppelt bedankt nicht nur für die Präsentation jetzt, sondern für deine unermüdliche Arbeit. Die vielen Publikationen zeigen es ja, wo du darauf hinweist, wie wichtig das für unsere Gesundheit ist und dass eben nicht das Medikament die Lösung ist. Jeder, der eine Dauermedikation bekommt, muss eigentlich seinem Arzt sagen, damit hast du eine Bankrotterklärung von dir gegeben. Wenn er dauerhaft Medikamente einnehmen muss, sagt der Arzt damit, ich kann dich nicht heilen, wir drehen ein paar Schrauben, aber ich kann dich nicht heilen. Dann sollte man aus dieser Praxis weggehen und woanders hingehen, denn man möchte doch nicht auf Dauer krank sein. Es wird aber suggeriert, als wenn diese Tabletteneinnahme oder die Medikamenteneinnahme die Krankheit beseitigen würde. Sie bleibt und sie nimmt zu. Und wenn man dann ja, ich denke, selbst wenn man die Medikamente einnimmt, wäre es doch wenigstens mal notwendig, den Nährstoffhaushalt labordiagnostisch zu hinterfragen. Ja. Ja, vielleicht kriegen wir ja mal Beipackzettel, wo so etwas klar drinsteht und nicht klausuliert und über irgendwelche Risiken, die weniger häufig oder häufig vorkommen, sondern ganz klar, so wie du es dargelegt hast, die Vorgaben, es gibt bei den und den Medikamenten die und die Defizite und die sind zu beseitigen mit den und den therapeutischen Maßnahmen. Wäre eine ganz einfache Sache, ne? Ganz einfach. Beispielsweise hatten wir ja im letzten Jahr, im Februar des letzten Jahres, eine große Meldung von Seiten des Deutschen Krebsforschungszentrums, wie wichtig Vitamin D-Gabe wäre an Krebspatienten. Ja. Ich glaube, auch das hat sich bisher nicht rumgesprochen. Nichts, null. Das ist ein einzelner Ballon, der mal kommt. Das ist so ein Teil des Bildes, aber es bleibt dabei. Wir haben ja alle genug Vitamin D. So kein Thema, ne? Und es bleibt auch dabei, dass die Hautärzte vor der Sonne waren. Das heißt, ja, also, einen reden hüt, die anderen reden hot. Na gut, Uwe, nochmals herzlichen Dank und wir machen weiter. Ja, auch hier von dieser Stelle herzlichen Dank und viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ja. An derselben Stelle zum Thema Statine. Tschüss. Tschüss.